Und jetzt freue ich mich auf den ersten Redebeitrag des Bündnisses Mietenwahnsinn. Das Bündnis gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn, oft auch Mietenwahnsinn-Bündnis genannt, ist ein Gemeinschaftsprojekt von Mietern und stadtpolitischen Gruppen aus ganz Berlin. Im letzten Jahr haben wir zwei große Protestaktionen organisiert. Die Mietenwahnsinn-Demo am 14. April mit mehr als 25.000 Teilnehmenden und den Alternativwohngipfel im September mit einer Kundgebung am Washingtonplatz. Dieses als ein bundesweites Bündnis aus Verbänden und Initiativen auf die Beine gestellt. Die Demo heute ist unser nächster Schritt im Kampf gegen den Mietenwahnsinn. Und diesmal hinterfragt unser Protest offen das Eigentum. Unsere Aktionstag haben am 27.03. im Rahmen des Berliner Immobilienkongresses begonnen. Dort treffen sich die Big Player der Berliner Immobilienwirtschaft, Namen wie Accentro Real Estate AG, der Groth-Gruppe, habt ihr wahrscheinlich gehört. Das sind die großen Investoren, die bekannterweise auf unseren Wohnraum spekulieren und so den Mietenwahnsinn befeuern. Doch nicht nur die Großen zocken mit Wohnungen in Berlin. Auch das Kapital der Kleinanleger nimmt an der Spekulation teil. Deswegen ziehen wir heute zum Auftakt der Berliner Immobilienmesse. Über 10.000 Wohnungen werden dort zum Kauf angepriesen. Immobilienkonzern, Finanzdienstleister, Bauunternehmen und Anwaltskanzlei kommen dort zusammen und geben eine Rundumberatung für den Kauf von Wohnungen und Häusern. Die unbedarften Eigentümer werden zwar oft als harmlos empfunden, sind aber dennoch Teil der Spekulation. Es sind Menschen, die auch ein Stück dem Renditenkuchen abhaben möchten oder hoffen, durch den Erwerb einer Eigentumswohnung den Mietenwahnsinn zu entfliehen. Insbesondere wenn sie ihre Wohnungen leer stehen lassen, die Miete in der Höhe treiben oder Mieterinnen wegen Eigenbedarf aus den Wohnungen herausklagen. Die Folgen sind für viele Mieterinnen dramatisch. Gewaltsam Zwangsräumungen. Verlust der vertrauten Umfeldes bis hin zu Wohnungslosigkeit. Infolgedessen treibt Eigentum ohne ein Grundmaße an Ethik und Moral die meisten von uns Berlinerinnen in der Mietenwahnsinn. Nun, wie heißt es doch so schön im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, Artikel 14, Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen. In der Realität ist davon nicht viel zu bemerken. Ganz im Gegenteil, unsere Volksvertreter rollen dem Spekulantentum auf sämtlichen Ebenen den roten Teppich aus. Traurig müssen wir beobachten, die Allgemeinheit ist dem Wohl des Kapitals verpflichtet und nicht umgekehrt, wie es im Grundgesetz steht. Deshalb fordern wir die Enteignung von profitorientierten Wohnungsunternehmen zugunsten gemeinwohlorientierter Lösungen. Der Wohnungsmarkt treibt uns Mieterinnen und Mieter in die Armut. Doch wir repräsentieren eine Mehrheit, die, wenn sie sich wehrt und zusammenhält, die Marktlogik verändern kann. Der Markt ist kein Naturgesetz, sondern die Folge einer Wirtschaftspolitik. Interessen und Luxus einer selbstverliebten Minderheit dürfen nicht mehr zählen als Sozialgerechtigkeit. Wir kämpfen für eine Stadt, die kein Geschäftsmodell ist, sondern Lebensraum für alle, unabhängig von Herkunft, Glauben, Sprache, Geschlecht, Alter oder Gesundheitszustand.
einen Kurswechsel in der Wohnungspolitik. Armut. Wohnen als Menschenrecht soll garantiert werden. Wohnen als Menschenrecht ist in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948, im UN-Sozialpakt von 1966 und im Artikel 28 der Berliner Landesverfassung als Grundrecht verankert. Jeder Mensch hat das Recht auf angemessenen Wohnraum. Dieses Recht wird von Spekulanten und deren Politiker bestenfalls mit Füßen getreten. Eine Gesellschaft, in der das Menschenrecht auf Wohnen garantiert ist. In der keine Zwangsräumungen mehr stattfinden. In der niemand in Notunterkünfte, Heimen oder gar auf die Straße leben muss. Die Häuser zum Wohnen und nicht für den Profit gebaut werden. Und in der Wohnraum, Boden und Natur allgemein gut sind. Wir akzeptieren nicht, dass diese Interessen und der Luxus eine Minderheit mehr zählen als Sozialgerechtigkeit. Wir antworten mit Zusammenhalt und Solidarität. Heute finden in Berlin, Dresden, Köln, Leipzig, Mannheim und Stuttgart parallel Demonstrationen statt. Auch in Bochum, Bremen, Dortmund, Düsseldorf, Duisburg, Elberswald, Erfurt, Frankfurt, Freiburg, Fürth, Göttingen, Hamburg, Hannover, Heidelberg, Jena, Mönchengladbach, München, Potsdam gibt es Aktionen. Es geht weiter. Amsterdam, Barcelona, Brüssel, Budapest, Burnaby, A Coruña, Dublin, Lissabon, London, Paris, Madrid, Neapel, Nicosia, Palma de Mallorca, Porto, Sevilla, Valencia, Venedig, Vigo und Zaragoza zeigen sich solidarisch mit unserem Kampf. Diese Welle von Solidarität gibt uns Mut, uns zu widersetzen und zu kämpfen für eine solidarische Stadt, in der Sozialgerechtigkeit das höchste Gut einer Gesellschaft ist.